Herzlich willkommen zu unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute, unserer Mini-Uni. Und ja, heutiges Thema ist erste Schlagzeile ist heute, ja, die Heute-Show hetzt gegen die Diktatur China. Und bemerkt die eigene Diktatur überhaupt nicht. Ja, genau so ist das. Alle werfen sich gegenseitig vor, dass sie Diktaturen sind, hetzen sich gegenseitig ihre Bevölkerung immer mehr zum Hass aller gegen alle auf. Und genau so verdient dann die Waffenindustrie wieder richtig Geld. Und wenn auch nur die Rüstungsetats hochgefahren werden angesichts all dieses Säbelrassens und dieser Volksverhetzung und Kriegshetze sozusagen, ja. Aber genau so funktioniert die Marktwirtschaft, ja. Das heißt, man sieht haargenau alles, was in China sozusagen diktatorisch ist, sieht aber nicht, dass ungefähr 20-30% der eigenen Bevölkerung als Aussätzige behandelt werden, mit denen man nicht mehr sprechen darf, die sozusagen beschimpft und beleidigt werden und als Volksschädlinge hingestellt werden und das neue Wort für damals You ist heute Ungeimpfter und so weiter. Also das heißt, wir haben immer wiederholt sich die Marktwirtschaft, und ich habe es ja schon erklärt, dass ganz normale Nationalsozialismus und Faschismus der Marktwirtschaft darin besteht, dass der eine Teil der Gesellschaft, vielleicht nehme ich da mal ein anderes Bild zu, Moment, wo haben wir es denn? Also, da muss ich erstmal hier klicken. Wahrscheinlich. So, und jetzt müsste es doch gehen. So, ein paar Bilder von mir. So, nun, wo ist es? Dass die Marktwirtschaft eben genau so funktioniert, dass immer irgendeine Sparte der Gesellschaft, zum Beispiel die Waffensparten, die chemischen Sparten, die Gesundheitssparten, die pharmazeutischen, die Impfsparten und so weiter. Nehmen wir mal nur diese als Beispiele, ja, also von den vielen Sparten der Gesellschaft. Diese sind, wenn so eine Sparte auf dem Vormarsch ist, gerade weil vielleicht so nützliche Kommunikatoren aufgetaucht sind, die die Menschen mitreißen können, also sozusagen begabte Kommunikatoren wie Hitler, Goebbels, Drosten, Wieler, Lauterbach und so weiter, das sind Kommunikatoren. Oder nennen wir sie auch Lobbyisten, oft auch Lobbyisten wider Willen, weil ich weiß nicht, ob Hitler wirklich unbedingt bewusst Lobbyist für die Waffenkonzerne war der damaligen Zeit. Das glaube ich nicht, sondern er ist wahrscheinlich ein nicht bewusster Lobbyist wider Willen gewesen, der einfach nur, wo einfach Freunde sich getroffen haben. In der Waffenindustrie lagen die gleichen VIs, vorteilbringenden Irrtümer, vor wie bei Hitler und Goebbels. Und dann erkennt man sich gegenseitig als Freunde, als Gleichgesinnte und denkt sich gar nichts dabei. Und dann kommt es dazu, wie ich bei Arte gesehen habe, dass eben Krupp, Siemens und die deutsche Schwerindustrie und chemische Industrie erst das Geld zur Verfügung gestellt hat, ohne dass Hitler gar nicht handlungsfähig gewesen wäre in Richtung Krieg und so den Krieg erst möglich gemacht hat. Und das Geld, natürlich hat sich das dann für die Waffenkonzerne am Ende natürlich wieder wahrscheinlich gerechnet, oder zumindest hatten sie wohl die Hoffnung auf riesige Gewinne. Ne? Ob die nun eingetreten sind oder nicht, das spielt ja dann keine Rolle.
Das ist ja die Frage, wie der Kriegsverlauf das ermöglicht hat. Aber auf jeden Fall ist entscheidend ja, welche Hoffnung auf Gewinnen da die Rolle gespielt hat. Ja, und eben Kommunikatoren oder Lobbyisten, Widerwillen oder bewusste Lobbyisten. Ja, also gehen wir mal der Unschuldsvermutung entsprechend. Wir leben in einer Welt, wo wir doch im Sinne der Menschenrechte immer die Unschuldsvermutung haben sollten und nicht die verschwörungstheoretische Schuldvermutung, die also ein Bruch der Menschenrechte darstellt, sondern wir gehen von der menschenrechtlichen Unschuldsvermutung aus und sagen, es handelt sich immer nur um Lobbyisten wider Willen, also ohne Bewusstsein, ohne dass ihnen bewusst ist, was sie tun und so weiter. Und dann kommt es eben, wie gesagt, wie eben gerade beschrieben, von Krupp, Siemens und der Schwerindustrie, kommt es zu Geldflüssen in den Rest der Welt rein, in die Journalistenwelt, die Universitätenwelt, Spielfilmemacherwelt, Politikerwelt und Parteienwelt. Und dadurch kommt es zu Evolutionsprozessen, dass wir irgendwann die überall die gleichen vorteilbringenden Irrtümer der Sparten, also ich habe ja eben jetzt mal genannt, die Waffensparten, chemische Industrie, pharmazeutisch, impfindustrielle Sparten, ja, dass wir diese deren vorteilbringende Irrtümer dann in allen Köpfen aller Meinungsmacher finden und dann in allen Köpfen der Bevölkerung. Und dann wird die Bevölkerung aufgehetzt, und dann gibt es meistens einen Teil, der dieser Hetze nicht so ganz folgt und bestimmte Sachen nicht konsumiert, zum Beispiel nicht so gerne in den Krieg ziehen möchte, sich vielleicht sogar dem ins Krieg ziehen entzieht. Und dann wird aber eben die Bevölkerung so aufgehetzt, dass das dann zu einem Zwang kommt, zu einer Pflicht, zum Beispiel der Kriegsdienstpflicht oder der Wehrpflicht oder dem Wehrzwang kommt, der dann irgendwann so weit geht, dass Deserteure erschossen werden, ja. Also das heißt, kommt es immer dazu, dass mit irgendeiner Form körperlicher Gewalt auch der Rest der Nichtkonsumenten noch gezwungen wird zu konsumieren. Also bei Hitler und Goebbels war es dann auch so, dass natürlich der eine Teil der Gesellschaft, die 70% oder 80% aufgehetzt wurde, die anderen 20%, die Juden zu zwingen zum Konsum von Zyklon B, also von chemischen Produkten, woran natürlich die Juden gestorben sind, weil sie vergast wurden mit Zyklon B und anderen Giften, ja? Für die ja Geld bezahlt wurde, ganz wahrscheinlich, ja? Oder zumindest Gewinnerwartungen und Gewinnhoffnungen, Vorlagen sozusagen, ja? Sonst wäre das Gift ja nicht geliefert worden. Also das heißt, und heute wird die Bevölkerung in Deutschland aufgehetzt, sozusagen den Rest, die anderen 20, 30% zu zwingen, zum Konsum von Imp B. Ja, ich habe gerade wieder gehört, dass es immer noch Leute gibt, die irgendwie von einem Impfpflicht und Impfzwang und Bußgeldern träumen. Ja, zwar wird noch gesagt, dass die Beugehaft nicht vollzogen werden soll oder Erzwingungshaft nicht, aber das kommt schon noch. Also wenn die Diktatur dann noch erstmal so herangereift ist, dann kommt dann irgendwann noch die Maschinenpistole und die Drohung mit der Erschießung oder irgendwas kommt dann schon noch. Na, das kriegen wir schon noch hin. Und das ist einfach ganz normal für alle Marktwirtschaften. Marktwirtschaften produzieren also immer wieder nationalsozialistische, also nazifaschistische, diktatorische Verhältnisse. Das ist ein Normalprodukt der Marktwirtschaft, das immer mal wieder. Warum wird das nur manchmal offensichtlich als Diktatur? Weil eben so ein großer Siegeszug, dass wie damals die Waffenkonzerne und chemischen Konzerne und die Stahl und die Krupp und Siemens und Schwerindustrie, dass die so einen großen Siegeszug vollziehen können, weil so
ja, so wirksame Kommunikatoren wie Hitler und Goebbels da sind, sowas geschieht nicht alle paar Jahre. Das geschieht vielleicht eben alle paar Jahrzehnte, und dann kommt es wieder zu einem Diktaturzustand, der mehr oder weniger offen, bei Hitler war es eine relativ offene Diktatur, aber es spielt für mich keine Rolle, ob eine Diktatur sich hinter einer Pseudodemokratie versteckt oder ob sie eine offene Diktatur ist. Also letztendlich, wir haben jetzt eine hinter einer Pseudodemokratie versteckte Diktatur der Pharma- und Gesundheits- und Medizin-Schwerindustrie sozusagen. Und da alle Gehirne sind gewaschen und es kommt wieder zum Bruch der Menschenrechte und zur Tendenz hin, die Menschen zwingen zu wollen, Körperverletzungsprodukte zu kaufen, also sozusagen der quasi der eine Teil der Gesellschaft hetzt dazu auf die anderen mit einer Nadel in der Hand zuzurennen und diese zu stechen. Ja? Das ist Körperverletzung, das ist Menschenrechtsbruch und so weiter. Und genau, und das Typische ist, dass eben dann eben das Bewusstsein für die eigene Bösartigkeit der eigenen Diktatur fehlt. Man blind ist für die, was siehst du den Splitter im, den Balken im, was störst du dich am Splitter im Auge deines chinesischen Bruders und siehst den Balken im eigenen Auge nicht? Was störst du dich am Splitter deines russischen chinesischen Bruders und siehst den Balken im eigenen Auge nicht? Ich habe mich dann gestern bei der Hochschule regelrecht geekelt für meine Mitgliedschaft in der sogenannten westlichen marktwirtschaftlichen Welt. Wie widerlich ist das ist, wie die sozusagen, wie dort der Wahnsinn tobt, wie die vorteilbringenden Irrtümer sozusagen dazu führen, dass wir wieder kurz davor stehen, vielleicht einen Weltkrieg vom Zaune zu brechen, wie damals bei Hitler, wo wir dann gesagt haben, wo die Marktwirtschaft dann gesagt hat, ab morgen früh wird zurückgeschossen, ne? Und dann also das getan wurde faktisch, was jetzt den Russen unterstellt wurde, sie würden das tun wollen. Ja. Ja. Was sollen wir tun in einer solchen verfahrenen Welt? Ja, was sollen wir in einer solchen Welt, wo der Ekel über die Marktwirtschaft und ihre teuflischen Auswirkungen wirklich einem das Erbrechen nahe bringt? Was soll man machen? Ja? Ich meine, wir sind ja schon auf einem richtigen Weg. Ich werde dem Diplom-Theologen Jürgen Wagner heute vor der Talkshow vom Samstag 20:15 Uhr, 7:45 Uhr, auffordern, anregen, dass er vielleicht alle einladen soll zu einem Zukunftskongress, der runde Tisch aller Lösungsentwürfe für die Erde. Denn wir haben das ja schon begonnen, dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, am am Talk um 7, nicht Talk im Hangar 7, sondern Talk um 7, waren wir ja, vielleicht kurz der Hinweis, wo Sie das finden. Augenblick. Wo finden Sie das Ganze? Whoop, Talk im Hangar 7. Da gehen wir doch mal hier hin. Die kompetente. Ja. Ja, wenn Sie hier draufgehen, unsere letzte Hoffnung, Marktwirtschaft abschaffen, Gemeinwohlwirtschaft einführen, weil das immer wieder kommt, dass die Leute schickimicki von denen, die unbestechlich sind, schickimicki erwarten, wie es doch nur von den Bestechlichen kommen kann, die viel Geld haben, weil sie sich bestechen lassen. Wir sind alles hier ist unbestechlich. Und ja, hier die ZDF-Sendung und Arte-Sendung, Richard David Precht und alles. Und hier müsste es doch irgendwo hingehen, auch zur Talkshows, zum sofort Mitreden für alle per Telefon. Ich kann auch anders vorgehen. Ich gehe einfach hier hin. Ich kann da draufklicken oder ich gehe da drauf hin.
übrigens, um uns zu finden, die kompetenten Ideengeber, kann man zum Beispiel hier drauf gehen. Da findet man jetzt neuerdings hier die Gemeinwohlökonomie Christian Felber, GWÖ, GWO, uns also kann man anklicken. Dann findet man GWL, GWL Österreich, PWÖ. Aber eben, wie gesagt, wir sollten bei diesem Zukunftskongress der Runde Tisch für die Erde, der Runde Tisch für die Erde, da sollten dann alle Richtungen eingeladen werden und jedes sollte aufgefordert werden, dass auch alle dazukommen. Und ja, dann kann ich hier drauf gehen noch hier und kann die kompetenten Ideengeber, Programmideen, die nächsten Talkshows, da kann ich, kann aber auch aufs Impressum gehen, wo das auch erstmal hinführt, weil ich dann die E-Mail-Adresse habe, da kann ich dann einfach nur Kontakt aufnehmen, kriege dann sehr schnell einen Rückruf, so dass ich dann, dass man dann an den Talkshows teilnehmen kann und dann kann man hier weiterklicken, ja, und dann kommt man ja eben auf die nächsten Talkshow-Termine. Das könnte man hier auch im Niveau im Menü sehen, ne? Ach so, übrigens hier unten an rechts an dem rundlichen Dinge immer draufklicken. Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen macht immer Freude. Ja, und jetzt haben wir heute Abend wieder Samstag. Ich lade also auch wieder heute für heute Abend ein. Einfach eine Mail schicken. Sie kriegen spätestens circa vier Stunden spätestens einen Rückruf. Und also das sollten wir machen. Dieses Zukunftskongress, der runde Tisch aller Lösungsentwürfe für die Erde. Und dann mache ich doch mal hier. Was ist hier los? Jetzt habe ich falsch geklickt. Muss ich wieder zurückklicken? Oh, da ist was aufgegangen. Ich muss hier hinklicken und muss. Tja. Und jetzt kommt das Ding nicht. Was ist hier los? Ja, das gibt's doch nicht. Dann gibt's. So. Jetzt Pause. Ja, da haben wir es doch schon. Also hier auf der Parteiseite steht es schon mal jetzt so. Denn ich kann hier ja mit der Aufnahme beliebig, ich kann hier stundenlang pausieren. Jetzt haben wir das geschafft, dass die Partei hier das auch schon eingetragen hat. Samstag, Zukunftskongress, der runde Tisch aller Lösungsentwürfe für die Erde. Also in diesem Geiste sollten wir die Samstags und Montags verstehen und der Diplomtheologe Jürgen Wagner, bekannt von Maischberger, Stefan Raab, NDR, SWR und wie sie alle heißen, sollte also alle Lösungsentwürfe für die Erde einladen an diesen runden Tisch zu diesem ja, Dauerkongress oder zu einem Kongress auf jeden Fall. Und natürlich wäre dieser Kongress kostenlos. Es ist wie immer kostenlos. Es gibt ja so Geschäftskongresse, also Kongresse, wo die Leute dann Geld verdienen. Also, das heißt also, Samstag und Talk um 7, Montag, Name auch Hauptname Zukunftskongress der runde Tisch aller Lösungsentwürfe für die Erde. Also alle herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Und mit Entsetzen habe ich festgestellt, ich habe Roger Köppel gesehen, ich glaube Weltwoche ist das da. Und dieser Aberglaube, dieser wahnwitzige Aberglaube an die Gutheit der Marktwirtschaft. Und dazu muss ich dann jetzt wohl doch was noch sagen. Ja, wie kann man an diese Marktwirtschaft immer noch glauben? Jetzt sage ich Ihnen die naturwissenschaftliche Argumentkette gegen den Glauben, den religiösen Glauben an die Gutheit der Marktwirtschaft und der freien Marktwirtschaft, was ja besonders bei den rechten und neoliberalen Rechten so in Mode ist. Ja, wo kann ich Ihnen das zeigen? Am besten doch so, indem ich hier hingehe. Geste fort hier.
und zeige Ihnen noch einmal die Grundmechanismen aller Marktwirtschaft. Wo finde ich, konnte ich das finden? So, also noch einmal. Der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Gemeinwohlwirtschaft ist ganz einfach zu zeigen. Hier haben wir also den ersten Früharzt und Frühhändler und der lebt noch in der Wahrheit. Das heißt, dass er uns nicht mit der Unwahrheit einseift, mit Irrtümern einseift. So. Und der sagt, ja, wunderbar, lebt weiterhin eure tollen 150 Personen, Gruppenehen, mit denen ihr so glücklich seid, dass ihr starke Immunsysteme habt, lebt, Christian Felber hat sich auch gestern nochmal in einem Interview geäußert oder habe ich gestern gefunden, wo er nochmal zu dem Kongress dann gesagt hat, ja hoppla, die einen haben das eine Gesundheitsverständnis, das Gesundheit nur durch Impfungen käme und die anderen haben das Gesundheitsverständnis, dass das Gesundheit durch gesunde Ernährung, gesunden Sport, Immunsystemstärkung und durch alles Mögliche kommt, ja. Und die eine verhält sich halt als Diktator und sagt, so ist es und lässt die anderen, unterdrückt die anderen so gut sie kann, ne? Und hier haben wir also den ersten wahrheitsorientierten Früharzt und Frühhändler gehabt, der eben gesagt hat, hier, lebt nur weiter eure immunstärkende, liebevolle Gruppenehe von 150 Individuen, Mitgliedern. Und ernährt euch weiterhin völlig naturbelassen, weil darauf euer Stoffwechsel genetisch angepasst ist. Das wusste natürlich, das Wort genetisch kannte natürlich der damalige Früharzt und Frühhändler noch nicht. Und wieso ist der jetzt aber vom Aussterben bedroht? Warum blendet der sich aus, wenn ich hier so hingehe? Warum blendet der sich in Richtung Aussterben aus? Ja, weil eben dann zwangsläufig, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, zwangsläufig es zu Mutanten kommen muss im Mimetischen, also zu Irrtümern, errare humanum est. Und dann irrt sich irgendein Früharzt und Frühhändler irrt sich und der sagt dann, nein, also ihr könnt auch ruhig meine Kunstnahrung, meine chemisch erzeugten Kunstnahrungsmittel mit ganz viel Zucker und Chemikalien und Konservierungs- und Aroma- und Farbstoffen und Pestiziden, Fungiziden, das könnt ihr alles bedenkenlos essen, ja, das ist genauso gesund wie das andere und der glaubt das wirklich, ja. Das ist ein vorteilbringender Irrtum, ja. Und genauso glaubt er dann auch den Irrtum, naja, ekelhaft, hört auf mit eurem ganzen Rumgeschmuse und eurem Leben in den Gruppenehen, hört auf mit diesem Singen, Tanzen, Musizieren, Sex, Körperkontakt, Zärtlichkeit, Massage und all diesem ekelhaften Zeug. Und er glaubt diesen, weil das ist widerlich und das macht euch krank oder schadet euch und das ist schlecht für euch, ja. Und er glaubt diesen vorteilbringenden, diesen Irrtum auch wieder. Und der erweist sich dann als vorteilbringend. Nicht jeder Irrtum wird sich erweisen als vorteilbringender Irrtum, aber der erweist sich dann als vorteilbringender Irrtum und er kann dann ganze körperliche Nachfahren, ganze Dynastien aufbauen, die natürlich alle seine vorteilbringenden Irrtümer übernehmen, bis auf die wenigen schwarzen Schafe. Und dann finden sich auch noch lauter Schüler, Azubis, Fans, Studenten dieser seiner vorteilbringenden Irrtümer. Und die Universitäten sind dann voll von diesen ganzen vorteilbringenden Irrtümern dieser Sparten. Und die Universitäten werden zu Indoktrinationsstätten von vorteilbringenden Irrtümern und deren Multiplikatoren, die werden dort ausgebildet und multiplizieren dann die vorteilbringenden Irrtümer, sodass das dann die ganze Welt einer Gehirnwäsche unterzogen wird und wir alle, unser aller Leben zerstört wird, unser Lebensglück uns geraubt wird, wir damit gezwungen werden zu konsumsüchtigem Raubbau an der Erde und konsumsüchtigem Verhalten, das unsere Körper zerstört und das alle kaputt macht
und so weiter. Und jetzt macht die Gemeinwohlwirtschaft nur eine ganz kleine Änderung. Sie erfasst quasi unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit, unseren Wohlstand und koppelt den, schaltet den als Rückkopplungsmechanismus vor die Geldausschüttung, ja? Sodass also der, der die Irrtümer hat und uns schadet, pleite geht, wenn er sich nicht sofort umstellt und von den vielleicht noch nicht ganz ausgestorbenen Resten von Wahrheiten, wir im Weltrat verfügen ja noch über ein gewisses Wahrheitsreservoir, das heißt, entweder er übernimmt die Wahrheiten, zum Beispiel unserer Medizinprofessoren, ja, und korrigiert sich und gibt seine früher vorteilbringenden, jetzt nachteilbringenden Irrtümer auf. Und die früher nachteilbringenden Wahrheiten werden zu vorteilbringenden Wahrheiten. Und dann breiten sich ruckzuck, blitzschnell, bei der heutigen Welt werden sich blitzschnell über die ganze Erde innerhalb weniger Tage und Wochen werden sich die Wahrheiten ausbreiten und die vorteilbringenden Irrtümer werden rausgeschmissen werden. Ne? Und dadurch kann es dann zum Beispiel dazu kommen, dass diese, dass es zu Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften kommt, in denen die Ärzte versuchen, alle vorteilbringenden Irrtümer aus unseren früher, also alle Irrtümer aus unseren Köpfen rauszuwerfen, damit wir alle wieder gesünder und glücklicher leben können. Das kann dann eventuell sogar zu Experimenten führen, die so weit gehen, na, wo ist es auch vielleicht, ich gehe mal so weit hier, die so weit gehen, dass hier vielleicht sogar experimentiert wird mit Polyamoren, bisexuellen Gruppenehen sozusagen experimentiert wird. Also weil wir ja sagen, weil ich ja als naturwissenschaftlicher Denker ja angeregt habe, jetzt auch anlässlich des Artikels von Professor Volker Sommer, dass wir davon sprechen sollten, dass wir den Urwald-Bonobo haben und wir sind die Savannen-Bonobos, ja? Und dass wir parallele Evolutionsprodukte sind, ungefähr parallele Evolutionsprodukte. Und dass der Urwald-Bonobo ja den riesigen Vorteil hat, jetzt sozusagen, der hat ja den riesigen Vorteil, dass wir am Urwald-Bonobo das Phänomen haben, dass der keine Marktwirtschaft erfunden hat. Der ist, hat also die Gnade des kleineren Gehirnes, etwas kleineren Gehirnes. Und dadurch hat er den Marktwirtschaft nicht erfunden. Das heißt, er kennt gar keine vorteilbringenden Irrtümer. Natürlich wird auch mal der eine oder andere Bonobo vielleicht der, zumindest der, einer Versuchung unterliegen, so wie das Vögel machen, die zum Beispiel einen Alarmruf ausrufen, Vorsicht, gefährlicher Adler im Anflug, und dann fliegen alle anderen weg und er schnappt sich dann den fetten Wurm und hat sozusagen damit die anderen belogen mit einem, ja, für ihn dann vorteilbringenden Irrtum. Aber das dürfte bei Bonobos wirklich, auch bei Vögeln und bei Bonobos wirklich eher selten und die Ausnahme sein und so weiter. Bei uns geht es ja darum, dass in der Marktwirtschaft alles vorteilbringender Irrtum ist. Ne? Also ein bisschen mit einer kleinen Rate von vorteilbringenden Irrtümern können die Bonobos sicherlich gut leben. Und bei ihnen kann man dann sehen, dass also sozusagen all ihr Verhalten, wenn Bonobo-Frauengruppen zum Beispiel Männer vertreiben oder abtreiben oder töten oder wenn Bonobo-Frauen vielleicht sogar Kinder aussetzen oder was auch immer, was ich vermute, dass sie auch tun dürften, dann gibt es dafür nur die DNS-Befehle. Und ich wiederhole noch einmal, was wir heute über die Evolution wissen, über das Naturgesetz von Mutation und Selektion. Das ist quasi so, dass die da sagt, das Genom sagt, die DNS, ich nenne es jetzt mal das Genom. Das Genom sagt, ich, dein Herrscher, befehle dir, du Körper.
schieße du mich in die Zukunft in Form von Kindern, Enkeln, Urenkeln und Verwandten und so weiter und räume im Zweifelsfalle alles Störende aus dem Wege, wenn es nötig sein sollte. Und dieser Genom, als das Genom, die DNS, das egoistische Gen als Herrscher sozusagen, wie macht das das? Ja, es ist ganz einfach. Die DNS kann ja nicht direkt befehlen. Sie baut in uns einfach Gehirnmechanismen rein, dass wir zum Beispiel bei den Bonobos die Frauen plötzlich auch optisch andere Frauen, andere Bonobo-Frauen sexy finden und sich ihnen annähern. Und dann kommen ja auch noch Mutationen dazu, dass sie dann auch die Körperberührung mit diesen anderen Frauen lustvoll und bis hin zum Orgasmus erleben können durch das GG-Rubbing, Genital-Rubbing oder so, wie auch immer, oder Genital-Genital-Rubbing, ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung genau ist, und dann Orgasmen miteinander erleben. Und so zum Beispiel bringt die DNS die Bonobo-Frauen dazu, dass sie Sex mit anderen Frauen haben, was dann den Vorteil hat, dass die sich gegenseitig ihre Kinder nicht mehr töten, weil niemand will diese Orgasmen verlieren, weil dann die eine Frau sagt, ja, du hast mein Kind umgebracht. Und bei den Löwen können sich zum Beispiel die Frauen es nicht leisten, dann die Männer nicht zum Sex aufzufordern. Die Mörder ihrer Babys, also die Löwenfrauen, fordern ja die Mörder ihrer eigenen Babys zum Sex auf. Ne? Warum? Weil sie keine Wahl haben. Wenn sie selbst Kinder hinterlassen wollen in der Welt, dann müssen sie die Mörder ihrer Babys so schnell wie möglich zum Sex auffordern, damit sie genügend Kinder in der Welt hinterlassen. Denn wie hieß der oberste DNS-Befehl? Genom an Körper, schieße du mich in die Zukunft hinein. Ja, das ist der Oberbefehl aller DNS. Ja. Und deswegen, dem folgt die Löwin. Aber die Bonobo-Frau kann natürlich auf die Sexualität und den Orgasmus mit der anderen Frau gerne verzichten, ohne dabei zu wenig Kinder zu bekommen. Denn die Kinder bekommt sie ja nur durch den Sex mit den Männern. Ne? Und so kommt es dann zu Mechanismen, dass also in der Evolution Bonobo-Gruppen, wo die Frauen miteinander Sex haben und zärtlich sind, einfach vorteilhaft sind, sich stärker ausbreiten und mehr Nachkommen hinterlassen und sich stärker ausbreiten. Wie kann sich so eine Bonobo-Gruppe ausbreiten? Indem zum Beispiel es viele vitale Töchter hat, die in den Nachbargruppen wieder viele vitale Kinder in die Welt setzen und so weiter. Und dadurch breitet sich natürlich diese neue Typ Bonobo zu sein, nämlich mit weiblicher Sexualität, also bisexuelle Frauen, breitet sich natürlich schnell aus in der Welt aller Bonobos sozusagen. Ja? Und so kommt es dann zur Verschiebung im Genpool sozusagen. Ja? Und letztendlich, so funktioniert die DNS, setzt uns immer irgendwelche aversiven Gefühle oder Lustgefühlspotenziale und Glücksmöglichkeiten oder Schmerzmöglichkeiten oder Unbehagensmöglichkeiten ein, um uns zu dem Verhalten zu lenken, das am Ende dazu führt, dass unsere DNS, unser Genom in ähnlicher Form auch noch in der Zukunft vorhanden ist. Darum geht's in der gesamten Evolution, ja, und die Gemeinwohlwirtschaft sorgt ja jetzt letztendlich dafür, dass also wir alle wieder glücklich leben dürfen und eventuell dann, ja, wie gesagt, eventuell dann sogar sozusagen, also hier dann nicht mehr weiter degenerieren, wie wir es gerade tun. Wir sind ja gerade seit 40.000 Jahren im Degenerationsprozess befindlich. Ja, also genau genommen seit 400.000 Jahren, weil seit 400.000 Jahren da begann allmählich der Degenerationsprozess und bremste unsere Positiventwicklung ab und führte dann vor 40.000 Jahren zum Kipppunkt.
Und seitdem sind wir im Degenerationsprozess und es wird sich zeigen, ob diese Kipppunkte sich als irreversibel erweisen werden, weil die Menschen schon so verkleinert vom Gehirn her sind, dass sie uns gar nicht verstehen, wenn wir die Marktwirtschaft kritisieren und die Gemeinwohlwirtschaft empfehlen, weil sie das geistig gar nicht schaffen, das zu verstehen, weil das Gehirn ja immer kleiner wird, von Tag zu Tag werden im Durchschnitt die Gehirne immer kleiner und immer mehr durch Toxine vergiftet, wie Alkohol, Drogen, Medikamente, sonstige Stoffe und so weiter. Also die Leistungsfähigkeit der Gehirne nimmt ja ständig ab. Ja, und dann kommt es eben vielleicht dazu, dass sozusagen, ja, ach so, ich wollte doch erklären, dass es eben vielleicht dann dazu kommt, dass wir alle wieder in diesen 150er, in diesen gesunden, also die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die Hausärzte werden sich bemühen, dass um sie herum die Mitglieder ihrer riesigen Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft sozusagen, dass die sich in einzelne 150er, Richtung 150er gehende Gemeinschaften, wie die von uns ja angebotene Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd begeben werden und dann wird es da einzelne Unterexperimente geben, die zum Beispiel eben die Bonobo-kommunistischen Gruppenehen versuchen wiederzubeleben, ja? Und da jetzt dann die Marktwirtschaft nicht ständig mit ihren vorteilbringenden Irrtümern gegen die Gruppenehe hetzt und gegen diese Eifersuchtsfreiheit, die da herrscht und so weiter, dann kann das auch gelingen. Wobei die Idee, die jetzt schon Gemeinschaften hinzukriegen, gegen die Befehle der Marktwirtschaft, gegen das oberste und erste Gebot der Marktwirtschaft, das da lautet, lebe so nahe an der Monogamie wie nur irgendwie möglich. Du sollst so nahe an der Monogamie leben, wie nur irgend möglich. Das oberste erste Gebot der Marktwirtschaft, dass wir da sozusagen ja letztendlich vielleicht zu Zeiten der Marktwirtschaft keine Chance haben, sondern erst zu Zeiten der Gemeinwohlwirtschaft eine Chance haben werden. Also herzlich eingeladen alle für heute Abend wieder zu dem dem letztendlich wie haben wir es genannt, Samstalk, Zukunftskongress, der runde Tisch aller Lösungsentwürfe für die Erde. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt funktioniert's. Tschüssi, bis zum morgigen Samstalk. Tschüssi.